Moin und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Mod-Vorstellungen. Ja, ich habe mein Schema etwas geändert. Nach dem etwas misslungenen ersten Versuch werde ich jetzt mal weniger Infos, dafür aber mehr Mods in ein Video reinpacken. Mein erstes beinhaltet heute gleich mal 8 Mods und wir fangen gleich einmal an. Mein erstes ist logischerweise nicht der Traktor, der ist Standard im Spiel, sondern das Gerät, was hinten dran ist. Ein Garantkotte Tiefengrubber, Tiefenlockerer. Ja, schönes kleines Teil, 2,50 Meter Arbeitsbreite. Ich zeige euch das gleich mal im Menü. Moment, Tiefenlockerer. Garantkotte Tiefenlockerer, kostet 3.900 Euro, 198 im Leasing. Hat 60 PS, also benötigt 60 PS, 2,50 Meter breit und fährt mit 12 km/h. Ist ein schönes kleines Teil, gerade für kleine oder für Anfänger. Jetzt hier los. Gerade für Anfänger oder Anfänger sehr schön geeignet für einen, auf einem kleinen Bauernhof. Ich habe da mal was vorbereitet. Und zwar mit V senken wir den ganzen Spaß und fahren dann einmal hier durch die Gegend. Und er grobert das auch unter, logischerweise wirklich nur auf einer Breite von 2,50 Meter. Ich habe jetzt natürlich hier mehrreihige Sonnenblumen, das ist etwas blöd. Aber es funktioniert. Man sieht, dass er die eine Reihe, wo er gerade lang fährt, untergrobert. Und das soll er ja auch tun. Damit hat er seine Funktion schon mal auf jeden Fall bestanden. Und hat auch keine Lockfehler. So. Jetzt habe ich hier links was für euch, und zwar Lizard. Den kennen wir, den LKW, den Standard-LKW kennen wir, logischerweise aus dem Standard-LS, der war kein Mod. Jetzt ist er rausgekommen in verschiedenen Ausführungen. Einmal als Sattelplatte in 3 verschiedenen Versionen, da habe ich jetzt mal den Krampe hier angehängt. In kurz, mittel und lang. Als Holztransporter noch auf jeden Fall, auch sehr schön. Und als Flachbett. Schauen wir uns auch gleich mal im Menü an. Der Warrior Plus Plus. Der Warrior ist natürlich normal auch im LS hier drin. Der hat, ich weiß, die Hauptfarbe sieht nicht besonders schön aus. Er kostet 142.000. Man kann die Hauptfarbe in sämtlichen Varianten, ändern. Genau wie die Felgenfarbe, die Designfarbe. Ist im Endeffekt hier vorne der Kühlergrill plus die Stoßstange plus hier die Tanks und die Spiegel auch noch. Wir können, wie gesagt, Semi, also für einen Tieflader, für einen Auflieger können wir kurz, normal und lang ändern. Wir haben eine flache Auflage und eine Stammauflage, also einen Holzanhänger auf Deutsch. Wir können den Reifenhersteller in sämtlichen Varianten ändern, die Felgen und die Reifenvarianten. Wir können die Kotflügel in Design, in der Designfarbe der Hauptfarbe in halb und in ganz abgedeckt ändern. Wir können den Auspuff 1 mit normalen Kotflügeln, Auspuff Nummer 2 mit normalen Kotflügeln, getönte Scheiben dazu ändern. Und wir können die Stoßstange in 3 Varianten ändern und zwischen 460 und 590 PS entscheiden. Er läuft 110 km/h, hat verbraucht 440 Liter Diesel. Also ein schnelles Gerät. So, machen wir mal einen Soundcheck. Da kann man sagen, ja, da klingt genau wie der normale. Nicht wie der normale, ja. Und... Oh, das war jetzt natürlich profihaft, auf jeden Fall. Einmal noch schnell das Schild umwandeln. Und dann hätten wir es mit diesem Modpack, beziehungsweise ist kein Pack, ist ja eine einzige Ausführung. Aber es sind halt verschiedene Varianten, die man da ändern kann. Finde ich sehr schön. So, dann haben wir hier drüben was stehen. Nicht der John Deere, sondern das, was hinten dran hängt. Ein Schneidwerkswagen von Bruns Technik oder wie auch immer das heißt, Bruns Landmaschinen GmbH. Ein schöner Schneidwerkswagen von Schneidwerken von bis zu 10 Metern
25 km/h zugelassen mit rundem Leuchte hinten dran. Was halt ebenso sehr praktisch ist, der ist äußerst wendig durch sein vorne durch die zwei Räder, die zusammenliegen. Nicht wie die normalen Schneidwerksanlagen der Thüringer Agrartechnik, die zwei normale Achsen haben, hat der hier eine sogenannte Row-Crop-Achse. Und das ist wirklich sehr hilfreich bei Umfahren von engen Kurven. Ich habe das selber auch schon ausgetestet mit, dass hier ein Schneidwerk drauf passt. Ich muss sagen, es ist auch nicht runtergefallen, auch wenn ich um sämtliche Kurven gefahren bin. Ich kann es jetzt hier nicht austesten, weil ich gerade keinen Drescher, doch dahin habe ich einen Drescher, aber ohne Schneidwerk. Deswegen, ja, ist wirklich ein sehr schönes Teil. So, dann habt ihr hier draußen vielleicht schon was gesehen. Und zwar, jetzt kommt was für Ostalgiefreunde. Ein Belarus-Pack, und zwar MTZ-82, MTZ-80. Die zwei weißrussischen Schlepper mit dem wahrscheinlich größten Kultstatus. Klar, die Textur sieht alles ganz ordentlich aus, es ist nichts Besonderes. Naja gut, hier sieht es ein bisschen eckig und so kantig aus. Der Motor ist leicht komisch dargestellt, aber naja, es geht noch alles. Und die haben im Innenraum, kann ich es euch mal zeigen, ja gut, im Innenraum ist was da. Ein hässlicher Sitz, ein paar hässliche Pedale und einige wenige Armaturen. Aber das macht in dem Fall nichts. Ja, und sie haben auch, oder beziehungsweise der hat auch einen wirklich tollen Sound, also das klingt wirklich sehr echt. Ich weiß, ich glaube, der andere hat genau denselben. Ja, der hat genau denselben Sound. Finde ich wirklich sehr interessant, muss ich sagen. Lichter natürlich. Sind alle angebaut, das ist nicht das Problem. Ja, und das war es auch schon mit dem. Der schmeißt übrigens auch keine Lockfeder, was ich rausgefunden habe. Finde ich sehr schön. Gibt ja genügend solche Ostalgie-Mods, die auch, naja, sagen wir mal, sehr nicht sparsam mit Lockfedern sind. Das Teil hat wirklich keine, das finde ich wirklich sehr schön. Gibt es auf, gibt's bei Forbidden Mods. Hau ich euch in die Videobeschreibung rein, den Link. So, jetzt haben wir hier drüben was, naja. Wir fangen mit dem schönen Teil in der Mitte an. Das ist ein sogenannter Braut 258, wird aber im Shop noch unter Rostelmaß. Ach so, Moment, bevor wir damit anfangen. Ich zeige euch natürlich die Belarus noch im Shop. Wir haben einmal den 82, einmal den 80. Haben beide 80 PS, die 82 plus die Allrad-Variante. Davon kosten beide, der kostet 23,5, der ohne Allrad kostet komischerweise 26,5. Aber naja, fassen beide 150 Liter, laufen 42 km/h. Und ja, ist eigentlich ganz schön. Schneiden wir uns, ja klar, schauen wir uns noch den Schneidwerkswagen an hier. Er ist natürlich nicht billig, kostet 29.000 Euro, 1479 im Leasing. Ihr könnt die Hauptfarbe in sämtlichen Drescherfarben einfärben. Das heißt New Holland, Fendt-Grün, Massey Ferguson, Akko und John Deere. Ist natürlich jetzt kein Schnäppchen im Gegensatz zu den Teil hier, was 8000 kostet, aber im Großen und Ganzen noch im Rahmen. So, schauen wir uns das Teil hier an. Ein sogenannter Braut 258 oder Braut, wie auch immer. Ich weiß jetzt nicht, ob es eine französische Firma ist oder nicht. Es ist auf Basis anscheinend auf Basis eines Rostelmasch, weil wenn wir einsteigen, steht hier der Rostelmasch D442-55R. Wenn wir innen reinschauen, finden wir eine etwas sehr, vielleicht liegt es auch daran, dass die Sonne scheint, naja, eine sehr flackernde Innen- oder sehr helle Innenscheibe. Spiegeln, oder einem Spiegel hier drüben steht auch noch so ein Spiegel. Ihr könnt hinten rausschauen zum Rohr, schön sitzt drin, Lenkrad, einige undefinierbar, ja, das ist schön. Jetzt sehe ich es gerade, das ist natürlich noch auf Russisch beschrieben hier unten. Naja, alles okay. Hören wir uns mal den Sound an.
Ja, ich würde sagen, der geht, der ist wirklich nicht schlecht. Ist natürlich auch noch verbesserungsbedürftig oder möglich, aber schlimm ist, schlecht ist er nicht. Ist wirklich ein ganz schöner Drescher, was er aber hat. Er hat einen Lokfehler raus, den finde ich hier jetzt gerade drinnen nicht. Aber, Missing two components, but one is loaded. Also ein Komponent irgendwie in der Lok fehlt. Fragt mich nicht wieso. So, zu diesem Schmuckstück kommen wir gleich. Wir kommen erst noch zu diesem Rosselmasch. Ja, steht vorne drauf. Vielleicht kommt der Braut auch deswegen hier von Rosselmasch Don 1500A. Na gut, die Texturen wollen wir jetzt mal nichts drüber sagen. Ist halt so typisch altgetrimmt, russisch getrimmt. Er hat auch hier eine An oder einen Aufhänger von Schneidwerkswagen. Den gibt es allerdings nicht. Genau wie das dafür in dem Pack überhaupt kein Schneidwerk gibt. Naja. Alles verpixelt, aber das kennen wir ja mittlerweile von solchen russischen Teilen. Innen drin sieht es nicht viel besser aus, sieht halt richtig schön abgenutzt und verranzt aus. Vom Klang her ist er auch in Ordnung, muss man sagen. Hat so einen, auch so einen richtigen alten Sound. Geht schon. So, jetzt kommen wir mal zu diesem Teil. Ich glaube, Jenny Seal heißt er. Ich weiß es nicht ganz genau gerade. Ich schaue es dann gleich nochmal im Shop nach. Naja, sieht eigentlich genauso außenrum aus, außer dass er noch ein paar mehr Fehlteile hat und wahrscheinlich noch ein bisschen älter ist. Der KZK Standard wird er ja bezeichnet. Von innen sieht er auch nicht viel besser aus. Hier eine ellenlange russische Betriebsanleitung. So, und jetzt machen wir mal einen Soundcheck. Bitte einmal zuhören. Ja, ich will jetzt mal nichts sagen. Also im Fahren klingt er ganz gut. Er hat halt einfach keinen Sound, wenn er steht. Entweder ein Fehler oder weiß ich nicht was. Rückwärts läuft er immer in 4 km/h. Das ist natürlich wirklich nicht schlecht. Ist alles noch in Ordnung, aber was an diesen beiden russischen Teilen wirklich nicht schön ist, ist die Lok. Ich mache sie jetzt mal auf. Hier steht es drin, Don 1500A Converted. Das ist der andere hier drüben. Missing, 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 missing. Fill Volume, no unloading triggers und so weiter. Missing, missing. Das andere Teil sieht nicht viel besser aus, sieht man ganz oben. Wheel Config, not found und so weiter. Immerhin bewegt sich hier oben diese Spule hier oben und an sich hier draußen auch diese Zahnräder, aber auch nur teilweise. So, dann habe ich mal was vorbereitet. Moment, wenn wir es finden. Moment, hier haben wir es. Habe ich mal diesen Drescher mit dem falschen Schneidwerk, also mit dem Schneidwerk von dem anderen Drescher genommen. Wir können den Drescher normal auffalten. Ja gut, das dauert halt nicht lange. Wir können das Rohr aufmachen. Geht auch nur ganz kurz auf, alles okay. Schalten das Schneidwerk an. Und wir sehen, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Er macht irgendwas. Vielleicht liegt es auch daran, da liegt es nicht. Er macht irgendwas, aber nicht dreschen. Es ist sogar schon gesenkt. So funktioniert es logischerweise nicht. Ich habe es auch an dem anderen Drescher ausprobiert. Es hat genauso wenig funktioniert.
Ich weiß, dass das für den Drescher nicht richtig ist, aber ich habe es auch für den anderen schon ausprobiert und da hat es genauso wenig funktioniert. Deswegen wollen wir das hier mal so belassen. So, dann habe ich noch zwei platzierbare Objekte für euch. Und zwar einmal dies. Ah, Moment, wir schauen uns erstmal die Sachen noch im Shop an, die Mähdrescher. Haben wir einmal hier diesen Don 1500 A4, hat 485 PS, läuft 25 km/h und fast unrealistische 15.000 Liter, kostet aber auch nur 7.500, also ist ein bisschen arg billig, aber naja, was will man erwarten. Dieses Teil hier, dieser Janelli, wie auch immer er heißt, von einem undefinierbaren russischen Hersteller, hat 75 PS, läuft 18 km/h, fast 300 Liter Diesel, 4.500 Liter Kapazität und kostet aber 44.000, also das ist eine ordentliche Preisklasse. Und hier steht er auch noch unter Rostelmaschniva-Effekt drin. Es wurde nicht geändert, obwohl es eigentlich jetzt ein Pro 258 ist. Hier könnt ihr die Motorausführung ändern von 145 und 155 PS. Er läuft 22 km/h, hat 3000 Liter Kapazität, kostet 25.000, also eigentlich auch ein Schnäppchen. Muss man so sagen. So, jetzt habe ich hier noch zwei platzierbare Objekte. Wir kommen erstmal zu dem platzierbaren Objekt hier drüben. Eine Windmühle, eine verrostete Windmühle, die euch Geld einbringt, also eigentlich nur ein Deko-Objekt. Schauen wir mal hier rein. Sie kostet 25.000, ist schon viel und bringt euch 20 Euro in der Stunde. Schauen wir jetzt hier nochmal hin. Haben wir das Silo. Gucken wir nochmal schnell, ob das hier reinlädt. Es lädt alle Standardfrüchte plus Schweinefutter, nicht schlecht. Also keine Erdfrüchte oder sonstiges, nur die Standardfrüchte. Ja. Das schauen wir uns auch nochmal aus. Machen wir hier nochmal Befüllung starten. Das ist schön, genau am selben Punkt. Passt alles rein. Lädt alles aus. Da liegt kein Problem drin. Das schauen wir uns auch nochmal schnell im Log an oder im Dings an. Das Silo ist Michal, auch von Forbidden Mods. Fast 90.000 Liter. Im Silos wird Getreide gelagert und kostet 70.000 Euro in der Anschaffung. So, für weitere Kritik bitte ich in die Kommentare zu schreiben. Ich werde das jetzt wahrscheinlich immer so hier handhaben. Ist mir lieber, als wenn ich immer nur eine einzige Mod vorstelle. So, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert gerne den Kanal, wenn ihr das möchtet, und lasst gerne einen Kommentar da. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und macht's gut. Ciao.